Campinggeflüster. Der Freistaat-Podcast. Markus Braun, hier im Podcast. Hallo Jan, grüß dich. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Jan. Der Experte. Frohes Neues erstmal. Bist gut rübergerutscht. Ja klar, so wie immer. Ordentlich gefeiert, ein bisschen Ski gefahren. Aber wir passen beide noch ins Reisemobil, das ist schon mal gut. Das ist immer so ein Vergleich, wenn man nicht mehr durch die Tür reinpasst, dann wird's bedenklich. Andere gehen auf die Waage, man kann einfach testen, ob man durch die Tür noch durchpasst oder eben auch nicht. Lass uns sprechen heute, auch im Hinblick auf den Sommer, der jetzt dann kurz bevorsteht und natürlich auch die Osterferien, das sind ja viele Feiertage. Es geht um Vermietung. Freistaat Rent, ihr habt eine eigene Abteilung, du bist der Chef von Skanze. So genau, von Freistaat Rent. Also Freistaat Rent, klar, die größte Abteilung ist hier im Freistaat in Sulzimoos. Da haben wir weit über 100 Fahrzeuge in der Vermietung. Zusätzlich haben wir noch in unseren Niederlassungen, also in Rosenheim, Freistaat Rent und in Straubing bei Caravantastic Freistaat Rent Flotten. So dass wir jetzt hier im Großraum München im Umkreis auf eine Flottenstärke von weit über 200 Fahrzeugen kommen. Heißt aber auch, wenn wir auch Zuhörer jetzt aus Norddeutschland, aus weiß ich, Berlin, Hannover und Co., da muss man schon ein Stück weit anfahren, dann, um zu euch zu kommen. Oder habt ihr auch noch Standorte in Norddeutschland, West-Ostdeutschland, in dem Bereich? Von Freistaat Rent jetzt nicht, aber apropos anfahren, ab und zu lohnt sich das auch, weil es gibt ja unterschiedliche Sommerferienzeiten, zum Beispiel Pfingstferienzeiten. Wenn in Berlin Sommerferien sind, ist hier noch keine Hauptsaison. Vielleicht lohnt es sich dann auch, sogar für einen Berliner oder einen Hamburger, mit dem Auto runter und den Urlaubstart halt hier zu beginnen. Also das kann unter Umständen ganz attraktiv sein, weil es verschiedene Saisonzeiten gibt. Und da kommen wir gleich dann auch dazu, wie das mit der Anfahrt läuft. Ja, man muss ja herfahren, den Wagen dann auch irgendwo stehen lassen, wenn man dann das Reisemobil übernimmt. Wir fangen mal wirklich von vorne an. Also ich mache mir jetzt Gedanken, will diese Sommerferien. Nehmen wir die Sommerferien mal als Zeit, will ich verreisen und habe überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert. Was tue ich? Gehe auf eure Homepage und suche mir was raus. Auf freistaatrent.de kannst du was raussuchen. Wir haben eine Online-Buchungsplattform, so wie sehr viele Vermieter. Aber zusätzlich haben wir noch unseren Christian Zandt in Sulzimoos zum Beispiel sitzen oder die Geli Zandt. Die beraten euch nämlich da persönlich drauf. Viele Kunden haben unterschiedliche Bedürfnisse. Fährt man mit Kindern, fährt man ohne Kindern? Bin ich der Norwegen-Reisende? Und da wäre es schon gut, das sagt doch halt eine Online-Plattform nicht, dass man ein bisschen Beratung auch kriegt. Möchte ich mir autark stehen? Welches ist die richtige Größe für mein Fahrzeug? Und ich kann vor allem so ein Fahrzeug auch mal anschauen. Wir haben immer bei allen Standorten die Fahrzeuge hier zum Live-Besichtigen. Finde ich sehr, sehr wichtig. Passe ich ins richtige Bett? Wenn ich 2,20 Meter bin, passe ich eben nicht in alle Betten rein. Ist blöd, wenn das in der ersten Nacht des Urlaubs merkst. Wäre gut, wenn da vorher mal eine Beratung stattfindet. Drum haben wir eben den Baustein online, klar. Ist heutzutage up-to-date. Aber zusätzlich haben wir eben noch unsere persönliche Beratung. Übrigens auch während der Fahrt. Wenn da ein kleines Wehwehchen, Tauchpumpe fällt aus, haben wir kein Callcenter, wo irgendwo in Maastricht sitzt und gar nicht wissen, wie man Wohnmobil schreibt, sondern da ist jetzt der Christian Zandt und erklärt dir dann halt, wie man die Tauchpumpe wechselt in Norwegen. Jetzt gehen wir es doch mal im Einzelnen durch. Nehmen wir mal meinen Fall jetzt, ich will mit der Freundin nach Kroatien fahren, ans Meer. Da frage ich dich zwei zuerst. Wochen. Zwei Wochen ans Meer. Zwei Wochen ans die, Meer. Da frage ich dich zuerst, hast die Freundin frisch oder bist du schon länger zusammen, weil dann empfehle ich dir ein kleineres Bett hinten, wenn sie frisch hast und wenn du schon länger zusammen bist, dann kriegst du Einzelbetten. Okay, das heißt also, ihr habt auch Reisemobile für Paare, die so ein bisschen auf der Kippe stehen und man will sich möglicherweise trennen, wo du sagst, okay, ich habe das passende Reisemobil, da rennt einer von beiden spätestens dann weg, weil es so unglaublich chaotisch ist und weil es zu eng ist. Nee, wir haben auch Reisemobile mit Schiebetür und Holztüre dazwischen. Kommt übrigens ab und zu Spaß beiseite, auch ab und zu vor, wenn einer sagt, mein Mann schnarcht so stark, ich kann nachts nicht schlafen. Für das gibt es sogar Lösungen. Zwei Schlafzimmer, oder? Ja, zwei Schlafzimmer. Vorne ein Bett und hinten ein Bett und dazwischen zwei Holzschiebetüren. Und gibt es spezielle Reisemobile, die du empfehlen kannst, die dann auch so eine gute Dämmung haben? Weil man kommt sich ja schon nah. Es ist ein kleiner Raum. Es ist ein Auto. Du willst ja auch nicht, vielleicht ist das Wetter mal nicht so doll und man sagt, ich müsste jetzt mal ein größeres Geschäft machen, kannst vor der Tür warten im Regen oder was? Oder also man kriegt ja dann akustisch schon auch einiges mit. Die Intimität, klar, so wie eigentlich zu Hause. Man hat eine richtige Tür. Du sitzt jetzt nicht auf dem offenen Klo, wo jeder dann mit dem Fernglas schaut, ja, was du machst. Ja, aber man hört das schon Geräusche. Ja, man hört schon Geräusche, das ist schon klar. Aber ist eigentlich kein Thema, großartig. Gibt es so Reisemobile, die
diese Vogelgesang einspielen. Ich habe das auf japanischen Toiletten mal erlebt, dass auf so öffentlichen Toiletten, da kann man ein Musikprogramm auswählen, dass das dann lauter ist als das Geräusch, was man selber produziert. Ein Verkäufer von uns hat immer einen guten Spruch: Wenn das Reisemobil wackelt, ist nicht immer der Wind schuldig. Also auch darüber kann sich jeder seinen eigenen Kopf machen, was das nee, aber auch, meistens geht es ja darum, möchte ich jetzt eine Reise machen, wo ich Familie bin, wo ich von A nach B fahre, zum Beispiel Klassiker Cavallino 2 Wochen, möchte ich möglichst viel Platz haben oder spielt sich alles draußen ab? Wenn sich alles draußen abspielt, ist es eigentlich nicht so schlimm. Also Frühstück, Mittagessen, alles. Im Sommer spielt sich sehr viel draußen ab. Ein Norweger Reisender vielleicht nicht so. Der sitzt bei Regen tatsächlich mal dann vielleicht 1, 2, 3 Tage im Reisemobil drin und braucht dann auch mehr Wohnraum. Die Betten sind eigentlich überall ähnlich, in Längsform, in Querform, aber wir haben eigentlich überall bei allen Fahrzeugen 2 Meter Betten oder auch 4 Personen nutzen, heißt dann ganz vorne schlafen 2, ganz hinten schlafen 2. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Jetzt bleiben wir mal bei dem Fall, bei dem Beispiel, eben 2 Personen, Kroatien 2 Wochen. Was muss ich denn kalkulieren? Also welche Preisranges gibt es von den Größen her? Ich habe hier auch gerade mal, und wir werden das auch verlinken, natürlich auch in der Beschreibung, euer aktuelles Booklet oder ne, wie sagt man so, Heftchen, da kann man sich das genau anschauen hier. Das sind schön illustrierte 52 Seiten, da sind alle Bilder dabei. Vom Wohnwagen, Anhänger bis zum Reisemobil, bis zum Kastenwagen, also da ist alles mit dabei. Wenn ich jetzt mal sage, ich will so ein mittleres Budget haben, 2 Personen, nicht zu groß, nicht zu klein, wo komme ich denn da ungefähr raus? Also da sind wir bei einem Tagespreis von Preisgruppe 3, 4, 145, 134 Euro, jetzt zum Beispiel beliebte Pfingstferien. Ja. Dann kommt noch eine Übergabepauschale dazu von 99 oder 149 Euro oder bei den Linern sogar für 199 Euro. Da bist du eigentlich schon ganz gut bedient. Da hast du ein ordentliches Fahrzeug. 4 Sitzplätze oder 5 Sitzplätze zum Teil. Auch 4 bis 5 Schlafplätze. Da kannst du ordentlich Urlaub machen. Darüber hinaus haben wir natürlich auch im Luxussegment, das ist dann die Preisgruppe 7 und 8, da sind wir dann im Luxussegment, da sind wir dann bei den Pfingstferien zum Beispiel bei 259 Euro. Aber diese Fahrzeuge sind völlig autark, die haben Lithiumbatterien drin, die haben hydraulische Hubstützanlagen, dass eben das Fahrzeug nicht wackelt, wenn es der Wind geht. Wenn der Wind zum geht, Beispiel. Genau, ja. Klar. Die sind dann auch mit Klimaanlagen auf dem Dach schon komplett ausgestattet, mit Satelliten-TV, wo sich also Satellit vollständig automatisch dann einstellt, musst nur auf den Knopf drücken, zack, hast dein ZDF oder ARD oder sonst was ja auf dem Programm. Also die Fahrzeuge, die unterscheiden sich in den Preisgruppen nicht nur nach Größe, sondern auch nach Ausstattungen. Das heißt, nach oben gibt es keine Grenzen. Was du jetzt genannt hattest, na, so 150 Euro plus hier noch eine Übergabe und da noch, und da kommt man so bei 2 Wochen während der jetzt Sommerferien, was wir überschlagen, 2.500, ja, sowas kommt man raus in dem, ja, Bereich. Ja, genau. Muss natürlich noch dann, muss getankt werden, der Stellplatz kommt noch mit dazu. Das sind Kosten oder Investitionen in dem Fall, die noch mit dabei sind, aber auch die Möglichkeit, dass man natürlich dann autark steht oder frei steht. Das genau, geht also in gewissen auch Preisgruppen ist das denn Standard. In den kleinen haben wir keine Autarkie-Pakete drin, aber in den größeren Preisgruppen, also 6, 7, 8, 9, da ist dann natürlich alles komplett schon autark, dass man auch 3, 4 Tage irgendwo stehen bleiben kann, ohne einen Campingplatz aufsuchen zu müssen. Was ist denn der Klassiker bei euch? Gibt es in dem Sinn gar nicht. Freistaat-Rent-Philosophie ist einfach stark regional ausgelegte Vermietung mit sehr viel Varianz. Wieso sehr viel Varianz? Weil viele Kunden sagen, ach Mensch, ich möchte mal bestimmte Fahrzeugklassen einfach ausprobieren. Taugt mir das? Taugt mir die Bettenanordnung? Darüber hinaus haben wir auch unsere Stammkunden, die kommen jedes Jahr, die sagen, ich miete lieber jedes Jahr für 3.000, 4.000, 5.000 Euro Fahrzeug. Danach muss ich mich nicht mehr darum kümmern, muss keine Steuer und Versicherung zahlen. Aber das ist eine Option, wo wir öfters hören. Und uns ist wichtig, wir haben eine fahrzeugbezogene Vermietung. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Hümer BMLi 87 zum Beispiel mietet, dann könnt ihr hundertprozentig sicher sein, dass ihr auch einen Hümer BMLi 87 bekommt. Viele Vermieter haben ja nur noch gruppenbezogene Vermietung. Das heißt, da gibt es eine Fahrzeuggruppe und ist gar nicht sichergestellt, ob das das richtige Fahrzeug dann für mich ist. Gerade wenn ich jetzt sofort fahren möchte, habe ich unter Umständen dann ein Fahrzeug, wo nur mit 3 Personen kommt. Vergleichbar, wenn man jetzt im Urlaub ein Auto mietet zum Beispiel, dann gibt es halt einen Kleinwagen, Mittelgröße und einen großen Wagen. Dann ist aber nicht klar, jetzt beim Kleinwagen ist es jetzt ein Fiat Cinquecento oder ein Fiat Uno oder genau, ein kleiner Opel Corsa.
Und das ist eben der Unterschied bei euch. Man bestellt den Wagen, den man auch haben will. Ja, also macht genau. Jetzt einen Unterschied, ob ich jetzt den Bürstner Nexo Van T620 oder den Bürstner Nexo Van T690 nehme. Ja. Klarer Vorteil. Natürlich braucht es ja auch für verschiedene Reisemobile entsprechende Fahrerlaubnisse. Kann ja jetzt auch nicht alles fahren. Wenn ich jetzt sage, okay, ich will mit meiner Familie jetzt eben nicht nur mit der Freundin oder mit dem Freund in den Urlaub fahren, sondern ich will die Kids noch mit dazu haben, dann brauche ich ein größeres Reisemobil. Ja. Und du hast ja auch gesagt, das geht hoch dann bis zu diesen ganz autarken Dingern mit Satellitenschüssel und so weiter. Dann geht's ja gewichtemäßig dann irgendwann auch mal über die 3,5 Tonnen raus. Genau, so, also ganz grob geht's ab Preisgruppe 5, 6, auf alle Fälle immer über 3,5 Tonnen. Das heißt, ihr braucht den alten Dreier oder den C1-Führerschein. Also da kommt man mit einem normalen Führerschein dann nicht mehr weiter. Jetzt habe ich das nicht im Kopf, was ich für einen Führerschein habe. Ich habe 96 einen Führerschein gemacht. Dann darfst du nicht fahren. Dann darf ich nicht fahren? Nein. Achso, ich dachte, es geht mal irgendwann, gibt es so eine Grenze? Da bist du drunter. Wahrscheinlich hast du nur den B-Führerschein. Ja. Und den C1 musst du dann zusätzlich machen. Das sind Fahrzeuge, wo du dann bis 7,5 Tonnen fahren darfst. So, nächste wichtige Frage. Wenn das jetzt alles mal geklärt ist, ich weiß, welches Wohnmobil, welches Reisemobil ich haben will, passiert dann was? Ich gehe online, muss das vorreserviert werden für die Sommerferien. Das ist natürlich hohe Nachfrage auch. Wann ist es sinnvoll zu buchen oder zu reservieren oder beides? Die Saison geht eigentlich dann schon los. Die Fahrzeuge werden festgelegt im Oktober für die kommende Saison. Also wir haben die Fahrzeuge also durch schon letztes Jahr. Also von der Fahrzeugfestlegung sind wir durch. Die ersten haben auch schon gebucht. Aber klar, ein Riesenschub kommt jetzt im Januar, weil wieso? Jetzt die erste Arbeitswoche, die dann kommt, da legen sehr viele einfach die Urlaubszeiten fest. Und danach kommt auch ein ganzer Schwung und kommen sehr, sehr viele Buchungen rein. Wo es immer eng ist, ist Pfingsten, weil in den Pfingstferien haben wir halt 2 Wochen ganz, ganz komprimiert. Nicht in den Sommerferien, wo es einfach mehr verteilt ist, sondern Pfingstferien gibt es halt die 2 Wochen. Ja. Und da sind immer alle Fahrzeuge zu 100%ig weg. In den Sommerferien ist es oft ein bisschen besser, weil es sich anders verteilt. Also du kannst jetzt sagen, eigentlich ist jetzt Pfingsten ist schon durch. Nee, Pfingsten ist noch nicht durch. Noch nicht also ganz, noch aber es wird schon dünner. Aber wird auf alle Fälle dünner, sind nicht mehr alle Fahrzeuge dann verfügbar. Wenn er jetzt im Liner-Bereich zum Beispiel, da haben wir nicht so viele Fahrzeuge in Preisgruppe 9. Da sind viele Fahrzeuge natürlich dann schon ausgebucht. Aber nichtsdestotrotz, es lohnt sich immer, bei uns anzurufen, auf unsere Homepage zu gehen und zu schauen, was frei ist. Also es bewältigt noch nicht alles ausgebucht, also so ist nicht. Man kann wie weit vorbuchen? Könnte ich jetzt den Herbst schon planen oder nächstes Jahr? Selbstverständlich. Frühling würde auch gehen. Also wie weit im Voraus gehen eure Kalender? Also die komplette Saison durch. Ja. Also bis November, Dezember könnt ihr jetzt buchen. Und darüber hinaus nehmen wir dann auch schon Reservierungen fürs Folgejahr an. So, und jetzt habe ich jetzt aber gebucht für meine Freundin ein Reisemobil für die Sommerferien. Wir haben das alles geklärt, freistadtrent.de. Ihr schickt dann die Verträge online durch. Wir schicken die online durch oder ihr könnt herkommen, dann kann man es gleich vor Ort machen, je nachdem, was ihr machen möchtet. Und die Kosten, die halt dann noch dazukommen, du hattest es vorhin angesprochen, Reinigung, was ist da noch Reinigung, dabei? Also ihr müsst das Fahrzeug, also Außenreinigung übernehmen wir. Innenreinigung haben wir verschiedene Packages. Ihr könnt das Fahrzeug auch komplett mehr oder weniger schmutzig zurückbringen. Mhm. Das ist auch immer mehr ein Thema. Ich habe einen schönen Urlaub gehabt und habe vielleicht keine Lust, nachher noch das Fahrzeug 2 Stunden, 3 Stunden zu reinigen. Kein Problem, wir sind darauf eingerichtet. Die Serviceleistung bieten wir gar nicht. Da könnt ihr das Komplettpaket buchen, Sorglospaket. Da ist die Reinigung dann komplett dabei. Klar, Toilette muss dann halt geleert sein, aber ansonsten kümmern wir uns dann um die komplette Reinigung. Also kann man alles dazu buchen. Auch solche Service-Packages buchen wir mittlerweile an. Weil, weißt du ja, die schönste Zeit im Leben, die soll ja dann auch stressfrei enden. Jetzt sind wir dann an dem Termin, dass die Sommerferien so allmählich starten. Mitte, Ende Juni, Juli in dem Bereich, in den verschiedenen Bundesländern. Jetzt komme ich aus Hamburg, fahre runter nach Sulzbos, Regensburg und Rosenheim. Regensburg haben wir auch eine Vermietstation, aber nicht Freistadt Rent, da ist eine andere. Aber Rosenheim und Straubing. Oder Straubing. Straubing. Dann komme ich daher mit meinem Auto, um dann 2 Wochen den Wagen zu übernehmen, um nach Kroatien zu fahren. Ja, genau. Habe ich die Möglichkeit dann den Wagen, klar, muss ja mein Pkw ja, dann auch irgendwo ab. Abstellen. Ja, wir haben hier extra Parkplätze, den kannst du hier schön abstellen und dann an den Urlaubsort starten. Oder zuerst nach Hause fahren, wenn du in München wohnst und einladen und dann starten. Ist gesichert, überwacht, alles. Ja. Einladen, wichtiges Thema. Jetzt komme ich aus Hamburg, ein paar Sachen werde ich ja auch brauchen. Ja, du bringst deine Tische, Stühle mit oder mietest die bei uns? Also wir haben auch komplette Packages. Du kannst bei uns Tische, Stühle, Geschirr, kannst alles mieten. Macht Sinn. Macht Sinn, klar. In dem Fall, oder? Ja. Also kann ich eigentlich tatsächlich, nehme meine Klamotten mit, einen kleinen Reisekoffer, ja. Fertig. Gibt's was zu beachten oder hattet ihr Fälle,
dass dann viel zu viel Gepäck plötzlich dabei war und die Mieter standen davor und haben festgestellt, oh, das passt ja gar nicht rein, die Zuladung ist begrenzt auf 600 Kilogramm. Das haben wir eigentlich nicht. Also wir schauen ja auch bei der Auswahl, dass die Zuladung einigermaßen passt. Klar, wenn einer jetzt Moped und solche Sachen reinstellen möchte, dann wird es begrenzt, aber ansonsten haben wir diesbezüglich recht wenig Probleme. Wichtig zu wissen, weil ich habe immer mein Schokofondue, mein Schokobrunnen und die Playmobilburg dabei. So gesehen, es ist nicht nur gewichtemäßig begrenzt, sondern natürlich auch räumlich begrenzt. Aber müssen wir nicht extra dazu sagen, aber es ist trotzdem wichtig, dass wir es mal ansprechen. Ja, aber der Platz reicht in der Regel mehr wie gut. Also du hast ja innen drin für Klamotten, packt man das alles in die Kleiderschränke, Dachstaukästen rein und die Heckgaragen, wo wir dann haben, da kommen Fahrräder oder solche Sachen rein. Und ich kann alles dazu buchen. Also ich kann sagen, ich will jetzt kein Geschirr mitbringen, keine Geschirrhandtücher, keine Töpfe, so bitte macht ihr das einmal komplett fertig, ja. Dann komme ich da an. So, parke mein Auto, habe meine zwei Reisekoffer mit dabei und stehe dann bei dir oder bei den Kollegen, was passiert dann vor dem Fahrzeug? Dann kriegst du eine Einweisung, wird nochmal alles erklärt. Also wir schicken vor der Vermietung auch ein Video, dass ein Kunde schon mal grob weiß, wie funktioniert eine Heizung, was ist eine Batterie, wie leere ich eine Toilette aus. Solche Geschichten machen wir online vorher schon. Die kriegen dann ein Video zugeschickt. Aber auch während dem Übergabeprozess haben wir auch Leute, die erklären dir nochmal das Reisemobil, wie alles funktioniert. Und dauert je nach Umfang des Reisemobils? Eine halbe Stunde, Stunde. Und dann geht's los und man fährt einmal los und stellt dann aber plötzlich fest, oh, ich brauche möglicherweise für eine österreichische Autobahn oder in Italien eine Vignette, Go-Box. Wie sagst du? Go-Box. 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 Ja, alles schon erlebt, weil man ja ab einem gewissen Gewicht in die LKW-Klasse reinfällt. Genau, also aber Go-Box kannst du an der ersten Tankstelle ganz normal kaufen. Also das wird einmal gekauft, kostet 5 Euro und nach der Vermietung gebt ihr die wieder zurück. Ab welchem Gewicht ist das? 3,5 Tonnen. Also ab 3,5 Tonnen brauchst du in Österreich die Go-Box. Sehr wichtig für die Vermieter. Und auch mittlerweile in Slowenien, da heißt die DARS-Go-Box. Also es ist leider nicht einheitlich in ganz Europa. Die gibt es bei euch auch oder die muss ich mir dann organisieren? Das werden die musst du dann organisieren. Also wir sind keine Go-Box-Vertriebsstelle, sondern das musst du an einer Tankstelle dann organisieren. Muss man aber wissen. Ja. Na, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt den dicken Maxen, ich will hier das größte Wohnmobil in Kroatien haben. Ja, sonst wird es teuer, aber da weisen wir auch die Kunden drauf hin. Also die Infos gibt es auch. Ja. Helft ihr auch bei der Planung der Campingplätze? Du hast es angesprochen, Cavallino, Jesolo, Marina di Venezia, diese Klassikermeile unten an der Adria in Italien. Kann ich das auch komplett mit dazu buchen? Gibt es den Service? Oder das gibt es nicht. Nee. Gibt es nicht? Nee, das gibt es nicht. Wir stellen das Reisemobil zur Verfügung, aber wir sind jetzt nicht mit den ganzen Campingplätzen vernetzt oder können auf deren Buchungsprogramm zugreifen. Helft aber bei der Unterstützung zu sagen, pass auf, in dem und dem Zeitraum könnte es hier und da ein bisschen schwierig. Also man muss sich schon ein bisschen vorbereiten. Man muss sich vorbereiten, ja. Wobei, das ist halt eine sehr individuelle Geschichte. Wir haben Norwegen-Reisende, Island-Reisende, Schweden, Finnland, Kroatien, Italien. Also das ist sehr weitläufig. Manche fahren in die Bretagne Richtung Frankreich. Ist aber eine sehr individuelle Geschichte. Also die Fahrzeuge, die sind in ganz Europa anzutreffen. Wenn ich jetzt sage, ich will nach Norwegen, wohne aber in Hamburg. Mhm. So, dann liegt das ja eigentlich nicht wirklich auf der Strecke, wenn ich jetzt hier nach Sulzebos runterfahren muss. Nee. Gibt es so einen Bring-Service, so nee, ein Plattenpaket, dass ich sage, hey, stell mir das Ding vor die Tür? Ja, das haben wir nicht. Also der muss dann tatsächlich zu uns kommen und von dort aus starten. Einmal runter, einmal hoch. Ja. Wenn wir jetzt hier aus der Region kommen, München, Salzburg, Österreich, ihr kennt eure Kunden, ne? So hier in Augsburg, Ulm, so diese Geschichten. Mhm. Gilt es auch eins zu beachten, meine persönliche Erfahrung. München, Innenstadt habe ich da gewohnt, habe bei euch das Wohnmobil dann abgeholt und dachte mir, naja, komm, dann ich hol's ab, die Family wartet daheim, ich parke irgendwo direkt vor der Tür und lad das einfach mal lustig ein. So einfach geht's am Ende auch nicht, denn die Reisemobile sind relativ lang. Zum Teil braucht man sogar fast zwei Parkplätze. Ja. Also da, auch das gilt es zu beachten. Ne? Zweite Reihe stehen und da fährt irgendwie eine Trambahn. Das willst du am Ende auch nicht haben, dass der komplette Verkehr da ist in der Tat besser. Ihr bucht die Stühle, Tische, alles bei uns und nehmt nur das Gepäck mit und ladet um und startet. Und fertig. Und dann geht's los. Richtung, wo auch immer, Südtirol, Kroatien, Schweiz, Österreich. Die vor allem auch für Norwegen fahren die. Also das ist auch ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal von Freistadtrent. Bei uns sind auch alle kilometerfrei. Also bei manchen Mietern musst du Kilometerpakete buchen. Etc. Freistadt Rent sagt immer, alle Kilometer frei. Das ist auch so ein USP von uns. Also da wird jetzt nicht abgerechnet, sondern sind alle Kilometer frei. Aha. Das kann unter Umständen auch viel Geld sparen. Gerade wenn jemand sagt, ich möchte nach Norwegen, da kommen halt schnell mal 3.000, 4.000 Kilometer zusammen. Ach, das geht sich aus. Und kostet gleich. Kostet gleich, ja. Verlangen wir kein extra. Also ich kann auch nach Portugal fahren?
Ja. Und geht. Bringt ja. das Ding dann mit plus 12.000 Kilometer, alles gut. Ja. Kein Thema. Wow. Und ihr bietet ja noch einen Service an für jetzt Menschen, die das noch nie gemacht haben. Wenn es mal irgendwo klemmt oder die Toilettenkassette geht nicht, wo ist der Knopf für die Klimaanlage, wie kriege ich das Fernlicht an oder aus? Ja. Ich habe aus Versehen die Schwiegereltern im Bad eingesperrt, absichtlich oder unabsichtlich. Gibt es so eine Art Notruf, eine Service-Hotline? Genau, wir sind immer da von Montag bis Samstag und das ist kein Callcenter, das ist meiner Meinung nach ein Riesenvorteil, sondern das sind die Leute, die vermieten, die jeden Tag in diesen Fahrzeugen sitzen und sich auch ganz, ganz tief auskennen. Also wenn jetzt eine Tauchpumpe abraucht, dann machen wir schnell mit WhatsApp Videotelefonie und wechseln dann, Christian Sand kann das sehr gut, dann wechseln die zusammen virtuell die Tauchpumpe. Übrigens geben wir Servicegedanke auch solche Sachen von vorne weg mit. Also Sachen, wo wir wissen, oh Mensch, da kann es mal vielleicht zu Problemen kommen. Das ist ein Teil, wo öfters mal kaputt geht. Geben wir einfach von vorne weg Ersatzsicherungen, Tauchpumpen, das geben wir eben sofort mit, dass der Kunde dann relativ schnell wieder mobil sein kann. Was sind die Klassiker-Anfragen bei euch? Also die meistgestellte Frage. Klar, wie funktioniert die Heizung, wenn man irgendeinen falschen Knopf von der Heizung gedrückt hat? Oder bei Hümer ist manchmal der Pumpenschalter von der Tauchpumpe ein bisschen versteckt. Bei mir funktioniert das Wasser nicht. Solche Sachen kommen natürlich fast tagtäglich vor. Aber die kann man dann ganz schnell lösen. Und eben, Riesenvorteil, die Leute, die kennen sich ganz tief aus mit den Kunden. Es ist kein Callcenter von Maastricht, sondern es sind unsere Leute. Die können da in der Regel sehr, sehr schnell weiterhelfen. Das wollen wir jetzt nicht hoffen, aber es kann ja passieren, dass es dann doch mal was Größeres ist. Vielleicht ist eine Scheibe kaputt oder ja. der Reifen ist geplatzt oder das Fahrzeug geht nicht mehr. Und ich stehe irgendwo fest in Kroatien und kriege den Wagen nicht mehr gestartet. Da habt ihr auch eine Lösung. Wir haben für fast alles eine Lösung. Also das ist auch ein Riesenvorteil bei Freistaat Rent. Wir haben ja eine Riesenflotte und wir halten auch Ersatzfahrzeuge vorrätig. Also ich wüsste jetzt keinen einzigen Fall die letzten 5 Jahren, wo ein Kunde wirklich nicht in den Urlaub konnte. Also dann bieten wir ein anderes Fahrzeug an, wo dann einigermaßen passt. Eine Kategorie drüber, eine Kategorie drunter, egal. Aber unsere Kunden, die werden immer mobil gehalten. Also es kommt ja mal vor, der Vorgänger, der Vormieter fährt die Karre zusammen. Ist ja alles schon vorgekommen. Und nein, bei uns kannst du trotzdem in Urlaub fahren, weil dann kriegst du das Ersatzfahrzeug und kannst ganz beruhigt in Urlaub fahren. Es passiert aber immer kleiner Vermieter, der ruft dich an und sagt, das Auto ist kaputt. Und ganz klassischer Fall, und da wollen wir jetzt auch kein Bashing, kein Konkurrenzbashing machen, aber es ist ein spannendes Thema, darüber zu reden. Ich habe das letztens eine Reportage gesehen, bei Vox irgendwo lief das. Und da ging es genau um dieses Thema. Ich bin Privatbesitzer eines Reisemobils, eines Wohnmobils und vermiete das dann auch privat weiter. Dieser Anbieter gibt es. Das ist so dieses Airbnb-Modell. Ich vermiete das, was mir gehört, wenn ich es jetzt nicht brauche. Klar, wenn ich ein Reisemobil habe, dann kann ich das ja vermieten, wenn ich selber nicht nutze. Und das ist aber tatsächlich der Kasus Knaxus an der ganzen Geschichte. Das mag mitunter vielleicht preislich, mag man da ein bisschen sparen, liegt am Ende aber möglicherweise dann drauf, wenn nämlich genau dieser Fall passiert. Wenn der sein Reisemobil, sein Wohnmobil vermietet bis, weiß ich, 1. Mai und ich habe es dann aber ab 2. Mai gemietet, aber der Vormieter crasht die Karre, dann stehe ich dann da, weil der natürlich nur ein Fahrzeug hat. Also auch das gilt es zu beachten. Ja, oder hat ein Problem, Motor kann ja alles vorkommen, es sind technische Produkte. Also wir halten, also das ist wirklich ein Versprechen, wir halten unsere Kunden da einfach mobil, dass die in Urlaub fahren können. Lass uns noch ein Wort verlieren zum Thema Preismobilität, Angebot und Nachfrage. Gibt es ja auch viele Anbieter im Netz und das ist ja jedem freigestellt, tatsächlich das auch zu vergleichen. Es gibt bei euch bei Freistaat Rent keine Flexi-Preise. Was bedeutet das? Wir sind eine bodenständige Firma, bodenständiger Familienbetrieb und machen das Geschäft ja schon sehr lange. Letzte Zeit sind viele neu dazugekommen, viele Riesenmietketten auch. Und die haben sogenannte Flexipreise. Als Beispiel, die Zwischensaison Gruppe 3 kostet bei uns 134 Euro. Flexipreis heißt, wenn jetzt mehr Nachfrage online reinkommt, kostet er nicht mehr 134, sondern 195 Euro. Aha. Also das kann sein, ein Kunde, gleicher Zeitraum, zahlt dann 134, weil er in einer ruhigen Zeit gebucht hat, wo wenig Traffic war. Der andere zahlt dann 195, weil der Traffic gerade hoch war. Darüber hinaus, die geben dann Frühbucherversprechen und solche Geschichten, aber ganz unterm Strich bezahlt das eigentlich der Kunde fast immer mehr. Ist ähnlich wie bei Reisen, wenn man jetzt eine Flugreise bucht, Angebot und Nachfrage, na, wer first come, first serve und je näher es dann auf den Moment zugeht und die Anfragen und die Nachfragen hochgehen, steigt am Ende auch der Preis. Ihr sagt,
das ist der Tarif. Das ist der Tarif, fertig. Und wenn ein Fahrzeug noch zufällig frei ist, weil jemand zurückgetreten ist oder aus gesundheitlichen Gründen nicht fahren kann, eine Woche vor Pfingsten, dann kostet er immer noch gleich viel. Also wir finden das halt als fair, ein transparentes Preissystem zu haben. Da weiß jeder, okay, das kriege ich dafür. Wir haben persönliche Betreuung dahinter. Und den nicht einfach dann 50, 60, 80 Euro mehr zu verlangen, wie der andere Kollege, wo dann zum anderen Zeitpunkt gebucht hat. Bedeutet aber jetzt nicht, die Preise sind übers Jahr komplett immer gleich, sondern es gibt schon Haupt- und Nebensaison. Es gibt Haupt- und Nebensaison, genau. Wir haben verschiedene Saisonzeiten, neben zwischen Hauptsaison oder unsere Happy Weeks im September, wo es wieder was günstiger gibt. Aber das alles ist transparent in der Preisliste und kann sich jeder ganz einfach ausrechnen, was so ein Urlaub dann kostet. Und es ist auch unabhängig, wie viele Leute da jetzt mitfahren. Ob ich jetzt in der Hauptsaison mit den Kindern, ob ich da jetzt noch Kinder dabei habe. Genau. Wie schaut es aus mit Haustieren? Haustiermitnahme ist erlaubt. Ist erlaubt? Ja, ist erlaubt. Ja, wir haben auch Packages, also mittlerweile seit Corona haben wir eine Desinfektion. Infektionsanlage auch gekauft für solche Reisemobile. Das heißt, wenn es jemand wünscht, dann kann man so ein Fahrzeug komplett mit Kaltnebel auch desinfizieren. Das ist ursprünglich, wurden Krankenwagen damit desinfiziert, wo Corona gerade so den Höhepunkt hatte, hatten wir ja trotzdem sehr viel vermietet. Und da haben wir sogar jedes Fahrzeug desinfiziert. Jetzt machen wir es immer noch, aber hauptsächlich auch auf Wunsch. Und wir reden ja über ein komplettes Jahr. Also es ist auch möglich, dass ich sage, oh Mensch, ich möchte Weihnachten, Heiligabend oder Silvester jetzt in das Jahr 25 mal ganz alleine für mich. Der eine fährt ins Yoga-Haus, der andere denkt sich, ich möchte Silvester alleine auf dem Campingplatz in Italien stehen. Ne, nur für mich eine Wunderkerze anzünden. Also technisch geht das auch. Und auf dem Rückweg möchte ich noch ein bisschen Skifahren. Also ich kann, es gibt kein Ende bei euch. Ich kann auch bei euch, kann dir anrufen und Mitte Dezember und sagen, ich brauche jetzt noch so ein Klo auf 4 Rädern für die nächsten 2 Wochen, weil ich möchte die Winterferien. Das geht. Das geht, aber die Auswahl ist natürlich schon eingeschränkt. Also im Winter brauchst du halt einfach Winterreifen, Schneeketten, solche Geschichten. Und da kannst du ja einfach rechnen. Manchmal für eine Woche nur Winterreifen kaufen, das lohnt sich für niemand. Drum haben wir da eine eingeschränktere Flotte, aber wir haben eine Wintervermietung und da sind eben solche Geschichten dabei, wie Schneeketten oder auch Winterreifen standardmäßig. Ist aber nicht so cool. Doch, also, das ist so cool. Wirklich? Ich selber habe das schon oft gemacht, das ist wirklich so cool. Weil ich denke mir immer, wenn ich viele Menschen aus Holland oder der aus der Ecke da oben kommen, gerade jetzt, ne, so zwischen den Jahren, wenn die da mit so einem Wohnmobil zum Skifahren irgendwie kommen, nach Kitzbühel, St. Johann oder Salzburger Land, denke ich mir jedes Mal, ich denke immer an diesen Moment, wenn ich dann vorbeifahren, wenn ich die sehe, denke ich mir, wenn ich jetzt vom Skifahren komme und ich habe schon irgendwie 3 Stiegel getrunken, na, oder was auch immer, oder Gösser und dann Schnaps, bin durchgefroren und es ist kalt und dann muss ich mich in diese Dusche da reinzwängen, die Klamotten sind nass, es ist ein enger Raum, du sagst das Gegenteil. Es ist richtig lustig. Das ist richtig lustig. Wirklich? Was ist daran lustig? Also wir haben ja auch mittlerweile gerade die größeren Fahrzeuge, wo du im Winter nimmst, die haben ja richtige Duschen, große Toilettenräume, große Sanitäranlagen. Darüber hinaus gehst du im Winter oft auf den Campingplatz und die haben da hervorragende Duschen. Da kannst du sogar in Sechsten kannst dein eigenes Bad mieten, wenn du Wintercamping machst. Okay, stimmt, du denkst schon wieder weiter. Ja klar, ich bin jetzt von so einem kleinen Kastenwagen ausgegangen, von so einem Hopper. Der muss ja auch geheizt werden. Das ist ja dann auch wieder eine Energiegeschichte. Aber du sagst, es ist lustig. Macht Spaß. Das ist sehr lustig. Auch drin, es ist richtig warm. Du hast gerade bei den großen Fahrzeugen hast hier eine Warmwasserheizung, das ist eine Zentralheizung wie zu Hause. Sitzt in den Unterhosen da und schaust raus, das ist geil. Das ist wirklich schön. Das kann ich nur empfehlen. Gut, also und das auch neben Saison geht sogar ein bisschen und günstiger. Was jetzt auch, wo wir noch mehr forcieren, sind unsere Allradfahrzeuge. Also Freistaat Rent macht auch eins aus. Wir haben immer die neuesten Fahrzeuge. Jetzt gerade einer von den Bestsellern, Hümer MLT 580 mit dem neuen Möbeldesign und Allrad. Da haben wir extrem viele in der Vermietung, weil auch viele Kunden sowas ausprobieren möchten. Also Freistaat Rent hat auch immer so die neuesten Fahrzeuge und die neuesten Trends, wo wir in der Vermietung abbilden. Und dazu kann ich jetzt ganz wenig sagen. Ich habe den nämlich vor der Aufzeichnung hier bei euch im Haus gesehen, bin da sehr befangen, kann kein objektives Urteil mehr geben. Aber das Ding ist nur noch Porno, wenn ich so sagen darf. Wir machen eine extra Folge nur über den, der Hümer MLT. Hümer MLT 580. 580 der neue, mit Native Bamboo. Native Bamboo, das Ding ist absoluter Wahnsinn. The podcast about this is still to come, kommt in den nächsten Wochen.
absoluter Wahnsinn. Absolutes Knallerding, Allrad. Okay, ich sehe schon, hier bleiben keine Fragen offen. Solltet ihr dennoch welche haben oder du, der da gerade zuhört, Mail reinschicken at info@derfreistaat.de und auch den Link zu euch, ja, freistaat.de. Für die Online-Buchung auch. Packt mal drauf, da gibt es alle Bilder, da gibt es alles zu sehen. Und noch ganz wichtig, die nächste Folge, also nächsten Freitag, wenn wir uns wieder hören, wir haben jetzt das ein bisschen angerissen, da geht es tatsächlich auch um genau dieses Thema vom Skigebiet auf dem Campingplatz, also Wintercamping und alles, was dazugehört. In diesem Sinne, schöne Ferien, gute Reise, vielen Dank, Markus Braun. Danke dir. Campinggeflüster, der Freistaat-Podcast. Mehr Infos auf derfreistaat.de.